Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Mai und ich läute jetzt ganz, ganz offiziell meine Frühlings- und Sommerschnittmuster ein. Und starten tue ich jetzt im Mai mit dem Schnittmuster zum Sommertop Mila. Ihr habt euch ein luftiges, fluffiges Top gewünscht, was man zu jeglichen Hosen, Röcken kombinieren kann. Und ja, hier sollt ihr es haben. Allerdings habe ich mir gedacht, ganz so einfach lasse ich es dann doch nicht. Du kannst Mila ganz einfach nähen. Du kannst Mila vorne in einer Quetschfalte nähen. Du kannst Mila auch mit Ärmeln nähen. Ich habe so ein bisschen was mit in den Schnitt hineingepackt, damit er ein bisschen wandelbarer ist. Aber heute starte ich mit dir mit der einfachen Variante. Das heißt, die ist hier oben im Bild ganz links. Also eine ganz schlichte, schnelle Variante. Und die werde ich mit Schrägband nähen. Viel Spaß dabei! Ich finde, Schrägband ist eine richtig tolle und einfache Variante, Ausschnitte zu versäubern. Und du brauchst dafür an den Stellen, wo du das Schrägband später anbringen möchtest, auch keine Nahtzugabe mitzuschneiden. Jetzt hier in meinem Fall, das ist jetzt hier das Vorderteil, werde ich an der Seitennaht und hier oben an den Schultern Nahtzugabe beim Zuschnitt dazugeben. Ich werde sie hier am Ausschnitt weglassen, also hier kommt keine Nahtzugabe hin. Am Ärmelausschnitt mache ich auch keine Nahtzugabe dazu und hier unten am Abschluss auch nicht, weil ich auch am Ende der Mila hier unten mit einem Schrägband versäubern werde. Hier ist das Rückenteil und auch hier wird das genauso gemacht. Das heißt, ich schneide an der Seite hier wieder Nahtzugabe und an den Schultern auch. Hier an den Ausschnitten ganz vorn und unter den Armen und unten am Saum lasse ich die Nahtzugabe wieder weg. Und dann geht es los, indem du Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander legst, also eigentlich wie gewohnt, und dann aber nur eine Schulternaht zusammennähst. Mir gefällt die Versäuberung mit Schrägband auch deshalb so gut, weil es einfach wahnsinnig hochwertig aussieht. Und hier siehst du jetzt zum Beispiel das Schrägband, was ich nehmen werde. Das ist direkt passend zum Stoff. Also gleicher Stoff, gleiches Muster. Das sieht richtig schön hochwertig aus. Und man hat eben dann einen wunderschönen Abschluss, der einfach toll aussieht. Wichtig ist, dass das Schrägband schön weich ist und nicht zu fest, damit du gut um die Rundungen rumkommst. Also sollte da schon was Hochwertiges genommen werden. Wenn du mal möchtest, ich habe im Shop ganz viele tolle neue Frühjahrs- und Sommerstoffe, zu denen es zu allem passendes Schrägband gibt. Du kannst Schrägband natürlich auch aus deinem Stoff selbst herstellen. Wenn du dazu ein Video nochmal haben möchtest, dann schreib mir da mal in die Kommentare was rein. Dann zeige ich das auch nochmal. Der Haken oder Knackpunkt an der Sache ist, dass das Schrägband ja etwas elastisch sein soll. Ne? Also es sollte ein bisschen dehnbar sein, damit man eben gut auch um Rundungen rumkommt und damit es sich eben schön anschmiegt. Das Thema ist, dass du dann den Stoff im 45-Grad-Winkel im Prinzip zuschneiden musst und dadurch sehr, sehr viel Stoffverbrauch hast. Deswegen ist dieses fertige Schrägband einfach richtig klasse. Und weil es auch schon so gut vorbereitet ist, ist das vom Annähen her eigentlich auch überhaupt nicht problematisch. Du legst das einfach um den Ausschnitt rum und nähst es fest. Vertrau mir, das klappt mit ein bisschen Übung und anders macht es ein Schrägband einfacher auch nicht. Also es gibt da ganz viele verschiedene Techniken und die gehen auch deutlich komplizierter. Aber gerade mit fertigem Schrägband funktioniert die Variante hier auch sehr gut. Ich lege mir dann immer den Ausschnitt ordentlich hin, leg das Schrägband da einmal drumherum und dann solltest du es natürlich mit ein bisschen Zugabe zuschneiden. Das heißt, es sollte nicht so lang wie der Ausschnitt sein, sondern es darf vorne und hinten ruhig nochmal 1-2 cm überstehen, damit das nachher auch schön in der Naht verschwindet. Ich schneide mir das Ganze jetzt ab und dann wird es auch schon angenäht. So, ich zeige dir das jetzt hier nochmal an einem anderen Stoff mit andersfarbigem Schrägband, dann kannst du es ein bisschen besser sehen. Ich fahre mit dem Nähfüßchen immer da an der Schnittkante entlang und bei mir kann man die Nadel verstellen beim Nähfuß und da kannst du dir jetzt quasi die Breite aussuchen, mit der du das Schrägband annähst. Ich habe jetzt hier mal geguckt, wie weit ich bin, habe die Nadel noch mal ein Stückchen weiter zur Kante hin verschoben. Ich würde jetzt, glaube ich, sogar noch ein Stückchen rüber gehen. Und dann kannst du, wenn du mit dem Nähfuß schön an der Kante des
Schrägbandes jetzt entlang fährst, richtig schön gleichmäßig das Schrägband an die Schnittkante annehmen. Ich habe es mir hier nochmal mit ein paar Stecknadeln fixiert. Ja, wenn du auf richtig Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du das Schrägband auch nochmal vorher bügeln, damit die Kante richtig schön fest ist. Ja, und dann legst du einfach los und nähst das Ganze an. Lieber ein bisschen langsamer, aber du wirst sehen, ich habe jetzt hier auch extra blaues Garn genommen. Das sieht richtig, richtig toll aus und du kriegst einen wunderschönen Abschluss. Ne? Schön gleichmäßig, so. Wunderschön. Genau, also, so wird das Ganze gemacht. Wenn du den Halsausschnitt dann versäubert hast, dann legst du alles wieder rechts auf rechts und nähst hier die zweite Schulter zu. Ja, das habe ich jetzt hier schon gemacht. Also, das war vorher schon zu, da ist das Schrägband einmal mit rumgenäht und hier habe ich jetzt im Nachhinein die Schulternaht geschlossen. Zack. So sieht das Ganze dann aus. Sieht auch gut aus, wenn du das Ganze dann aufklappst. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich die Nahtzugabe nochmal zur Seite klappen und dann mit ein paar Stichen fixieren. Aber es wird wunderschön sauber aussehen. So, wenn dann der Halsausschnitt versäubert ist, geht es weiter mit den Armausschnitten. Und die werden genauso versäubert. Also hier nehme ich mir jetzt auch das Shirt und klappe es auseinander, sodass ich einmal den kompletten Armausschnitt habe und messe mir dann mein Schrägband wieder ab. Also lege es ran, kannst es auch schon fest heften und ja, dann wird das auf die gleiche Art und Weise angenäht. Wieder daran denken, dass du das an der Seite ein bisschen überstehen lässt, damit es nachher schön verschwindet. Und hier siehst du jetzt auch wenn ich jetzt hier einfach mal so lang gehe, dass das Schrägband sich richtig, richtig schön um die Rundungen rumlegt und dass das viel, viel einfacher ist als jetzt zum Beispiel doppeltes Umklappen. Ja? Weil du bei den Rundungen dann einfach beim Material ein bisschen Widerstand hast, ne? Und sich das nicht so schön legt. Wenn du dann das Schrägband auf dieselbe Art und Weise angenäht hast, dann ja, geht es weiter mit den Seitennähten. Und hierfür legst du wieder Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts. Und jetzt siehst du hier bei mir schon, dass ich... Boah, was ist denn das hier? Vorderteil, Rückenteil? Das müsste das schmalere sein, ne? Das ist das Rückenteil. Du siehst da oben, da war ich sehr knapp mit dem Schrägband. Also das ist schon ein bisschen schwierig, aber ich habe noch Glück gehabt. Ja, du nähst jetzt ganz einfach, wenn alles aufeinander liegt, die Seitennähte einmal zusammen und verriegelst natürlich schön. Genau. Hier oben, das hatte ich schon reingezogen, das waren dann die Reste und ich habe es vernäht in dem Fall, genau. Ich habe die Seitennaht auch so zusammengenäht, dass ich die Schnittkanten erst versäubert habe und dann mit der normalen Nähmaschine nachgenäht habe. So kannst du auch sicher sein, dass ja, das alles gut hält. So, das war das Oberteil hier oben, ne? Also das Oberteil nicht, das Vorderteil. Das ist ein bisschen weiter geschnitten, damit es auch schön luftig ist. So, wenn du das auf der einen Seite gemacht hast, dann machst du das jetzt auf der anderen Seite auch. So, da es bei mir jetzt von der Länge dann doch gereicht hat, habe ich hier unten kein Schrägband angenäht, sondern das Ganze zweimal umgeschlagen und festgenäht. Und hier siehst du schon, das ist durch die Rundung echt schwierig. Es ist zwar insgesamt noch schön, wenn man es dann bügelt, so wie jetzt hier, ne, das wollte ich auch mal zeigen, aber hier auf der unteren Seite, also hinten, ne, da sieht man, dass es da noch ganz schön dellig war. Da musste ich wirklich nochmal überbügeln. Also hier ist Schrägband einfach die Wahl. Genau. So, und damit ist dann Top Mila in der einfachen Version auch schon fertig. Ich werde dir noch ein paar andere Varianten zeigen, um dir auch zu zeigen, wie schon unterschiedlich du Mila nähen kannst. Und ja, bleib dran. Der Monat Mai wird toll. Und guck gerne bei mir im Shop nochmal vorbei. Da siehst du eben ganz, ganz viele Stoffe. Schöne Stoffe, die super kombinierbar sind, auch zu Jeans und zu deiner aktuellen Garderobe mit schwarzer Hose oder so. Und du hast eben richtig cooles Nähzubehör, Schrägband, Knöpfe, Reißverschluss. Alles farblich passend, damit es auch richtig schön aussieht. Und ja, du lange, lange dran Freude hast. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.